Auf geht die wilde Fahrt und die Welt steht Kopf. Und nein, das ist keine optische Täuschung. Dieser auf zwei Rädern balancierenden Limousine fehlen auf der aufgestellten Seite tatsächlich Vorder- und Hinterrad. In der verlangsamten Wiederholung besser zu erkennen. Aber keine Angst, die mitreisenden Mechaniker machen sich ja bereits daran, die Räder wieder zu montieren, die sie, so viel muss gesagt werden, natürlich vorher während der Fahrt auch abgebaut haben. Das Ganze spielt sich auf einer Autobahn in der Wüste nahe der Stadt Heil im nördlichen Saudi-Arabien ab. Es ist der neueste heiße Zeitvertreib für junge Männer mit einem Hang für schräge Autotricks und dem konkurrenzlosen Teamnamen The Impossible Group. Der folgende Verkehr muss halt warten. Und wenn Ordnungshüter auf den Plan zu treten drohen, Warnsignal, alle schnell wieder rein in die Karre und zackig rechts ran. Erlaubt ist die Zirkusnummer nämlich auch in Saudi-Arabien nicht, auch wenn angeblich absolut nichts dabei passieren kann. Für den Zuschauer sieht das vielleicht gefährlich aus, aber das stimmt nicht. Es ist völlig normal, es sei denn, das Tempo ist zu hoch. Wenn man auf vier Rädern fährt, kann ja auch was passieren. Aber bei 20, 30 oder 40 km/h und wenn Zuschauer dabei sind und wir Sicherheitsvorkehrungen treffen, ist alles gut. Interessant wäre herauszufinden, was die Gruppe so alles anstellt, wenn keine Zuschauer dabei sind. In aller Öffentlichkeit führt Captain Impossible dann noch einen weiteren kleinen Trick auf. Und zwar den, wie er einen Jeep auch ohne Rampe oder sonstige Hilfsmittel in die Schräglage manövriert. Und natürlich klettert seine Crew auch hier während der Fahrt aus dem Fenster. Ist ja klar.